hier in der Mercatorhalle im kleinen Saal um 15 Uhr wollen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern also eine öffentliche Veranstaltung machen, um ganz deutlich zu sagen, so, jetzt geht's los hier in Duisburg. Wir wollen uns auf den Weg machen und wir wollen möglichst alle Duisburgerinnen und Duisburger auch auf diesem Weg mitnehmen. Deshalb diese groß angelegte Auftaktveranstaltung hier in diesem schönen Haus, ganz bewusst hier in die Stadtmitte gesetzt, weil wir einfach von hier aus ausstrahlen wollen in alle Stadtbezirke, die dann im Anschluss auch alle 7 Stadtbezirke besucht werden, indem wir da Ideenwerkstätten anbieten wollen. Oberbürgermeister Link wird auch zu jeder Ideenwerkstatt persönlich dabei sein, mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen die Themenfelder erarbeiten wollen. Und von daher also appelliere ich an alle hier, möglichst auch zahlreich zu erscheinen am 17. April und eben auch diesen Leitbildprozess positiv zu begleiten. Im Anschluss an den offiziellen Teil wollen wir hier im Foyer der Mercatorhalle 5 Themenstände aufbauen, wo auch Fachexperten vor Ort da sein werden, Ansprechpartner zu einzelnen Themenfeldern, die wir aber noch genauer kommunizieren werden, die dann tatsächlich schon so einen Vorgeschmack bieten sollen auf die Ideenwerkstätten in den einzelnen Bezirken und die Anwesenden schon die Möglichkeit haben, auch ihre Statements zu unterschiedlichen Themenfeldern abzugeben, also auch aktiv zu sein an diesem Tag. Und wir erhoffen uns, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger kommen werden, um einfach auch das Thema Imageverbesserung in dieser Stadt hier positiv zu begleiten.